So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Mario Maker 2. Es ist wieder einiges zu tun. Nein. Nein, genau da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Es ist wieder einiges zu tun. Und dieser Part wird wahrscheinlich hauptsächlich sich mit der lieben Sonne beschäftigen. Die hat nämlich sowohl Level gebaut, als auch Level mir gesagt, die sie nicht versteht. Oder war es eines? Ich glaube, es war eines. Ja, mal wieder so ein Scheiß, den ich nicht kapiere. Das werden wir als erstes angucken. Und dann schauen wir ihre Level an. Ist hier irgendwas? Gerade nicht, ne? Den einen Ninja Speedrun, der als letzten stattgefunden hatte, den habe ich mal selber gespielt. Ganz privat einfach, ganz heimlich. Habe ich nicht aufgenommen, der war auch recht komisch. Das war das mit diesen, genau mit diesem Kettengreifer-Kram da. Ja, also. Habe ich selber gemacht. So, ich wollte eine ID eintippen. Das wollte ich tun, genau. Nehmen wir auf. Ich muss kurz kontrollieren. Das ist jetzt wieder das erste Mal, dass ich, Maker aufnehme. Müsste aber alles soweit passen. So, ist immer etwas eine Umstellung, wenn man von Switch-Aufnahmen wechselt zu Dings anderen Aufnahmen. Aber ich denke, über die Switch werde ich auch Ori aufnehmen, deswegen passt das. Ich meine zumindest, es müsste doch Ori für die Switch geben. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr über Steam spielen. Wait, habe ich es falsch? 5T7? Oh. Kann ich einfach zurückgehen ohne... Oder muss ich alles zurücksetzen? Ah, jetzt ist es ewig. Also 5T7. YD. Ah, da war ich beim Y schon vorher. LVG. Aha. Okay, 5 von 25. 2 Minuten 83. Und sie schreibt dazu einfach nur mal wieder so einen Scheiß, den ich nicht kapiere. Okay, wir gucken mal rein. Aber 20% Abschlussrate, gut, bei 25 Leuten, die gespielt haben und 5, ja, ergibt sich halt die 20%. Ein Fünftel. So. Das sieht ja schon mal wild aus. Hä, vor allem, wait, hier ist ja direkt das Ziel. Weiter ausgelöst. Hä? Hä? Mario Number One! Ach, das waren 2 Sekunden, keine 2 Minuten. Ich hab schon mich schon gewundert, hä? Ach so. Geht das von Anfang an? Ne, das war Blödsinn. Das geht doch von Anfang an. Ich muss doch da gar nicht großartig hin. Ich weiß nicht, was ich... Schaffen wir die 283 zu toppen? Das war, da, wenn das, also das, wenn das jetzt nicht schneller war, lasse ich es. Wenn das jetzt nicht schneller war, lasse ich es. Wow, ich bin schneller, als ich denken konnte, durchgekommen. Ja, sehr schön. Okay, passt. Wiedersehen. Ja, also die, ich weiß jetzt nicht, was. Egal. Wir reden einfach nicht über dieses Level. Dieses Level ist nie passiert. Gut, dann haben wir das immerhin ganz schnell geklärt. Sehr schön. Dann gehen wir zu Sonnes Level. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in meinen Stern hier, aktualisiere einfach. Dann müsst ihr ihre Level mit dabei sein. Bei ganz vielen anderen natürlich auch noch. Gucken wir mal, was da alles noch zusätzlich kommt. Und dann haben Dustin und Dark und Lux haben selber auch mir bei der Evil Conquest-Aufnahme gesagt, dass sie Maker-Level haben. Das heißt, da muss ich auch mal reingucken. Okay, also wir haben von Maddy wieder ein paar Sachen. Das möchte ich auf jeden Fall mir gerne anschauen. Da ist Sonne, das erste Level. Devori hat einiges wieder. Kaizo Training Palace.
Frank und Fisches von Sonne und nochmal ein Miauser Blablabla von Sonne und hin und her kreuz und quer von Sonne und Level von Joris und Mama und Joris Röhren. Und wie weit ist es noch, bis wir es geschafft haben und sind da angekommen, wo wir schon mal waren? Oh je. Oh je. Auf jeden Fall Musik. Also die Musikdinger von Devori muss ich definitiv spielen. Oh mein Gott. Da. Das haben wir gespielt. Reklusiv haben wir gespielt. Okay. Uff. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wir fangen mit Sonne an. Ich werde auch nicht jetzt in dieser Session wahrscheinlich alles hier durchkriegen. Okay. Ich lese mal kurz, was sie alles dazu geschrieben hat. Nee, das war, da ging es um was anderes. Ach, da gibt neue Level von uns. Das ist nicht so wichtig. Okay, und dann hat sie irgendwann geschrieben. Irgendwann hat sie geschrieben, kann es sein, dass unsere Level zu schwierig sind oder sind die alle doof? Weil sie teilweise Clear Rates von 10,52% und 2 von 36 und so weiter hat. Joris wollte eine Bombe. Schauen wir mal, was alles passiert ist. Ich gehe einfach, mach's einfach so über hochgeladene Level. Und wir spielen es einfach mal Stück für Stück durch. Das heißt, da es mehrere Levels sind, werde ich jetzt nicht so lange in jedem Level aufhalten. Und wir gucken einfach mal, was hier passiert ist. Joris Röhren. Joris 3 wollte Röhren und Lava. Okay, das ist offensichtlich einfach spielbar. Dann gucken wir uns das doch mal an. So. Tja, da haben wir schon mal eine Röhre. Wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, dass sie zum Ziel führt. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber es sieht ziemlich stark danach aus, dass sie zum Ziel führt. Ja, das führt... Okay, alles klar. Gut. Dann habe ich allerdings jetzt schon... Ah, nee, habe ich nicht. Nee, kann ich nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Man kommt nur so zum Ziel. Oder wobei... Komme ich da hinten runter? Ich muss es einmal ausprobieren. Einmal muss ich es ausprobieren. So, ihr entschuldigt mich einen Moment. Ich muss hier einmal was ausprobieren. Nur ganz kurz was ausprobieren. Dann gehe ich gleich wieder raus. Wie weit komme ich hier oben rum? Oh boy. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ne, das reicht nicht. Da müssen wir so einen Supersprung machen oder sowas. Ich glaube aber auch, der geht nicht. Nein, ist okay, gut. Ich will hier die Clear-Rate nicht kaputt machen, indem ich jetzt durch die Zeit sterbe. Das wäre nicht so schön. Wir lassen die bei 100%. Okay. Level von Joris und Mama. Okay, da haben wir jetzt tatsächlich eine 11 von 52, 21,15%. Joris und Mama haben gebastelt. Ist das eins von denen, die sie mir gezeigt hat? Nein, das ist nichts von denen, was sie mir gezeigt hat. Okay, aber das spielen wir, das gucken wir uns trotzdem. Wir gucken uns alle an. Der Übergott hat 46 Sekunden gebraucht. Na dann. Sammle alle 10er Münzen und erreiche das Ziel. So. Ja, man kann auf jeden Fall sterben. Hilfe. Okay, gib mir den. Was ist da oben? Da ist meine 10er-Mütze. Komm ich da auch so ran? Na, wird schwierig. Okay, dann wollen wir den on-off dafür drücken. Irgendwo. Da ist eine Blume. Das ist schon mal gut. Dann hauen wir erstmal alles weg hier. Da ist das Ziel. Oh. Oh. Dann ist da wahrscheinlich der On-Off-Switch. Ja. Dann ist da vermutlich der On-Off-Switch. Dann ist da vermutlich der On... Da ist ein... Oh, da ist der Pau... der Pau, sag ich schon. Der P-Switch, der hier drüben erstmal die Blöcke aufmacht. Okay. Und da drin ist der On-Off-Switch. Nee, kann nicht sein, dann käme ich nicht zurück. Ach so, ich komme anders zurück. Ich sollte ihn aber auch drücken. Wow. Ah ja. Danke. So.
Jetzt können wir uns hier oben die Münze holen und dann können wir ins Ziel. Okay. Oh, das war nicht so gut, aber zum Glück brauchen wir die Feuerblume ja nicht. Den Schuh. Gut. Das war doch schon mal auf jeden Fall. Es interessiert mich nur, wie weit ich an die 46 Sekunden rankomme. Nee, ich mache jetzt keinen Neustart direkt. Das schiebt nur wieder die Dings zurück. Aber man muss hier... Ich komme ja anders nicht in die Röhre rein. Ich habe überlegt, ob ich mit dem Schuh irgendwie stampfen kann, aber kann ich ja nicht. Ich muss also... Hi. Ich muss also hier das alles machen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Okay, man könnte natürlich auch jetzt dieses Springboard hier nehmen und dann... Und dann mit diesem Springboard hoch zur Münze. Dann kommt man nicht hier raus, dann kommt man gleich da vorne wieder raus. Dann braucht man theoretisch den On-Off nicht. Das sollte ausreichen. Und jetzt geht man... Oh boy. Und jetzt geht man hier zurück. Es geht schneller. Ich habe keine andere Möglichkeit, den... Ja, das waren jetzt 48 Sekunden. Ich habe keine andere Möglichkeit, den... Also die Röhre hier kann ich nicht umgehen. In die Röhre muss ich rein. Aber ich müsste theoretisch mit dem Springboard und in Kombination mit dem Schuh da recht fix durchkommen. Ah, nein, nicht unterfallen. Mach den Block. Und jetzt kann ich gleich da drücken. So. Das war nicht, was ich wollte. Oh. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo... Nein! Ah, so viel zur Clear Weight. Durch so einen Quatsch wird die dann natürlich gleich kaputt gemacht. Oh, wait. Ich kann natürlich. Das muss aber sitzen. Komm her. Nein, jetzt dauert das wieder zu lange, bis ich den Schuh habe. Aber über den Schuh kann ich natürlich hier ein bisschen was auch abkürzen. Dann brauche ich nicht alles hier an. Dann müsste das jetzt... Nein, es hat nicht gereicht. Ah! Mein Gedanke ist kaputt. Mist. Ab hier müsste das... Ja, ab hier reicht es dann. Scheiße. Ah, blöd. Ah, blöd. Okay. Aber grund... Oh, nein, der trägt den mal darüber. Aber grundsätzlich könnte das funktionieren. Ja, so halt nicht. Okay, ich will kurz meine andere Theorie testen. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich die jetzt nicht habe. Ich komme ja trotzdem... Man kommt hier trotzdem sehr schnell ran. Also das ist egal. Das ist egal, Donkey. Oh, der liegt aber auch genau günstig. Das ist egal. Ich will kurz testen, ob der das Springboard in Kombination mit dem Schuh ausreicht. Das muss reichen. Warum sollte das nicht reichen? So, der geht hier rein. Ich hole mir den Schuh. Mit dem Schuh gehe ich hier hoch. Zack. Und ab ins Ziel. Und das müsste doch jetzt schneller sein. Es ist zwar doch viel schneller möglich, weil ich mit den Blöcken da hinten rumfritze und sonst was, aber das sollte jetzt zumindest... ja. Aber es hat nicht viel ausgemacht tatsächlich, weil ich mich angestellt habe wie sonst was. Okay. Aber gut, haben wir hingekriegt. Hin und her, kreuz und quer. Nochmal was von Joris und Mama. Nicht so kreativ. Ah, das ist das eine, was sie mir gezeigt hat. Da haben wir einen Weltrekord von 2,35 auf dem Bild. Und eine Dings von 10,52%. Die ist hier auch immer noch da vorhanden. Okay. Gucken wir uns das doch auch mal an. So. Rätsel. Eine Bombe. Muss ich mit der was machen oder ist die einfach nur... Oh boy. Ah, ich muss Münzen sammeln. Dann sammeln wir doch schon mal Münzen. So. Hui. Plopp.
hier wieder ein On-Off-Dings. Da ist wieder das Herz. Kann ich hier rein? Jawohl. Okay. Da war im Moment nichts. Okay, das ist ein relativ offensichtlicher Block gewesen. Huch. So. Ah ja, da wird jetzt gedrückt. Dann gehen wir zurück. In die... Wait, ich habe die Münze da oben gesehen, aber wie komme ich denn da ran? Da müsste ich ja irgendwie fliegen lernen. Kriege ich noch eine... Feder? Ah, hier komme ich jetzt, ich verstehe. Hier komme ich jetzt da runter. Das ist die Lücke, wo wir gerade die Röhre hatten. Ich wusste... Ich hab's geahnt. Okay, aber da an die komme ich ran. An die komme ich zum Glück ran. Die ist gerade so hoch genug. Sehr schön. Die ist gerade so hoch genug. Okay, sehr schön. Und das Gute ist, dass wir die andere schon gesehen haben. What the... Ach so. Ach, ich brauch die... Okay. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo... Hä? Wo war die Tür? Ich weiß nicht, wo die Tür ist. Wo ist die Tür? Wo war die Tür? War die am Anfang? Hä? Was ist denn mit den versteckten Blöcken hier los? Ist da oben eine Tür? Ach was. Hilfe. Okay. Also dann ab nach oben. Ein bisschen viele versteckte Blöcke. Aber warte, ich glaube, da war eine Münze. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich glaube, da war eine Münze. Also hier war es klar, dass, da, dass man da hoch kann, das war logisch. Aber dann bräuchte man aber theoretisch die Feder gar nicht. Das ist ja auch wild. Ich brauche die hier. Ah, da ist so ein Symbolendings-Viech. Ja, hier sind. Okay, ja, gut. Also das ist schon gekennzeichnet. Das kann man schon so als Gekennzeichnung erkennen. Würde ich jetzt... Oh Gott. Ja, würde ich jetzt sagen. Dann... Hier, ja, das ist auch... Das kann man auch als Kennzeichnung wahrnehmen. Wenn man nicht komplett... Komplett blind... Mann! Komplett blind ist. Ich will doch nur da hoch. Ich komme mit der Steuerung wieder nicht zurecht. So. Jetzt muss ich den On-Off drücken. Wait. Ach so, das war hier an der Seite. Ich muss den On-Off da oben drücken. Oh. Hier oben drücken. Oh boy. Wo kommt die Wand vorhin nicht? Da. Okay. Nicht... Das ist das Problem, wenn man sich beeilen möchte. Ich bräuchte einfach nur die Blume hier nicht verlieren. Dann könnte ich auch... dann könnte ich auch ein bisschen gechillter hier durchgehen. So. Nein! Ach, und da habe ich die vorhin einfach weggeschossen, weil ich da schon die Blume hatte. Das kann natürlich sein. So, jetzt haben wir alles aufgemacht. Dann müssen wir hier noch aufmachen. Zack. Das war auf der Seite. Jetzt einfach nicht runterfallen. Und jetzt kann man die gleich mitnehmen. Sehr schön. Und dann geht es hier einmal nochmal hoch. Ah ja, die habe ich wahrscheinlich... Ich habe die wahrscheinlich einfach weggeschossen, schon freiwillig. So, und jetzt müssen wir ja nur noch in die Röhre. Und können uns vor allem... Nein, nicht so! Das war die falsche Röhre. Mist. Dumm. Und können uns ja vor... Ah, nein! Ich erst gar. Und können uns ja vor allem einfach fallen lassen. Wir wissen ja jetzt, wo das Ding ist. Zack. Na, geh rein. Ich bin einfach kein guter Speedrunner. Ich kriege es nicht hin, eine ordentliche Zeit aufzubauen. Das ist unglaublich. Ach Mist, jetzt muss ich doch wieder hochspringen. Ich wollte hochfliegen und dann die Blöcke nutzen, die schon... Aber ist egal. Geht auch so. Und zack. Also zum Speedrunnen ist das ein Level, da wird man bekloppt. Weil du hast so viel Sprünge, die sitzen müssen. Wenn du das wirklich
gut speedrunnen willst, uff. Uff. Aber das sollte jetzt trotzdem eine Zeit sein, die nicht jeder sofort schlagen kann. Also ein bisschen möchte ich mich hier auch verewigen. So. Okay. Miausa, bla 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 bla. Das andere, was sie mir noch gescreenshottet hat, war das mit einer Bombe. Das ist dann wahrscheinlich das da oben. Okay. Wie lange nehmen wir auf? Ich denke, das kriegen wir noch alles rein. Ja, wir machen einen Sonnenpart. Das ist in Ordnung. Gut. Joris wollte Miausa und ein eingesperrtes Ziel. Alles klar. Dann auf. Da gibt es einmal eine Katze. Da ist mein Miausa. Muss ich den mit der Katze besiegen? Das ist sie. Ach so, ich muss, okay, ich muss Miausa besiegen, dann kann ich da rein. Okay. Ja, du bist da drüben jetzt ein bisschen lustig. Okay, hier kannst du sein. Obwohl, ich muss die jetzt echt mit der Katze besiegen. Uff. Das dauert jetzt eine Weile. Aber theoretisch, wenn ich hier versorgt werde, konstant, werde ich nicht, weil es steht da auf der Röhre. Da ist meine Glocke. Das war nix. Komm schon. Schön viele Hits machen. So ist gut. Und gleich wieder die Glocke sammeln. Und gleich wieder die Glocke sammeln. Da ist die Glocke. Da ist schon die nächste Glocke rausgekommen. Sehr schön, dass es eine rote Röhre ist und somit man sehr schnell versorgt wird mit Glocken. Das ist sehr praktisch. Also er hat halt echt viele Hits, ne? Das muss man sagen. Also müsste man den wirklich mit nur einer Glocke besiegen, das ist... Das wäre eine ziemlich schwierige Aufgabe. So. Da ist er down. Dafür klettern wir jetzt zum Ziel hoch. Zack. Jawollo. Da mache ich keinen Speedrun. Das reicht einmal zu schaffen. Ach Gott, ach Gott. So. Sehr schön. Och, habe ich gar nicht mitbekommen. Gut. Hab gar nicht geschaut, was da die Zeit vorher war. Fische. Joris 3 wollte Fische. 10 Sekunden, 20%. Let's go. Kurzes Level. Da oben ist ein Stern. Da ist auch ein Stern. Überall Sterne. Sehr schön. Das macht das Ganze natürlich sehr angenehm, um hier durchzukommen. Da holen wir uns jetzt auch keinen Rekord. Das ist so in Ordnung. Ich möchte lieber noch das Bombenlevel anschauen. Da bin ich nämlich noch gespannt. Weil das da auch... Ja, oh, das ist jetzt noch schlechter geworden. Als sie das gescreenshottet hat, waren es 2/36. Und jetzt sind es... Wie viel? Oh, habe ich nicht drauf geachtet. 2/36. Okay. 46 Sekunden. Weiterhin bleibt dieser Rekord. Schauen wir draus. Schauen wir, dass wir da einen Conan Kun 88 hinbekommen. Dann bin ich zufrieden. Besiege alle Bob-Ops und erreiche das Ziel. Ja, let's go. Ich nehme dich schon mal mit. Da gibt es einen Pilz. Okay. Aua. Bisher sieht das doch alles ganz ordentlich aus. Weil bisher kann ich die Clear Rate Farm nicht nachvollziehen. Ah, aber ich sollte die Bombe finden. Ich bin am Ziel, aber ich habe die Bombe nicht. Ah, vielleicht da oben. Bombe? No. Wo ist die Bombe? Okay, wir müssen die Bombe finden. Bis zum Ziel kommen ist nicht das Problem. Wir müssen die Bombe finden. Oh. Okay, da kann man nicht rein. Da kommt nur eine Pflanze raus. Okay. No! No! No.
Okay. Eigentlich brauche ich den Pilz ja gar nicht. Komm nicht mehr raus. So. Zum Suchen nach der Bombe brauche ich den Pilz jetzt erstmal nicht. Wo ist die Bombe? Das ist ein Manche. Geht's mal alles unten ab. Ah, in die Röhre hier kann man rein. Ah, da ist die Bombe. Bumm. Da sind noch drei Leben, aber wir spielen ja kein Dings gerade. Deshalb bringen wir jetzt nicht wirklich was. Deswegen lasse ich die auch gerade liegen. Oh, das war's. Ja, versteht's die Clear Rate auch nicht. Also, man muss halt die Röhre finden mit der Bombe, aber die ist ja sogar markiert. Schön. Schöne Level habt ihr da gebaut. Schöne Level. Okay. Dann haben wir das mit Sonne geschafft. Das war ein Sonne-Part. Sehr gut. So habe ich mir das in etwa vorgestellt. Dann machen wir jetzt noch ganz schnell Folgendes. Wir packen schon mal Dustin und Lux in die Dings rein. Dass wir die schon mal haben. H37 V19 FSG. So, da haben wir Dark. Zack. Dann haben wir das. Und dann brauchen wir noch 78C. PY5. Und RJG. Da haben wir Lux. Perfekt. So. Okay. Wie viele Level hat Lux? 3. Na gut. Die kriegen wir im nächsten Part rein. Sehr schön. Wie viele Level, wie viele Level hat Dark? Wie finde ich denn jetzt? Habe ich irgendwo eine... Habe ich irgendwo eine Liste von Leuten? Ah, da. Da habe ich meine Liste. Also, Dark hat wie viele Level? Oh, vielleicht kriegen wir sie beide sogar unter. Ich weiß noch nicht, wie schwer sie sind. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, nächster Part wird dann mit Lux und Dark gefüllt sein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.